Ein breites Grinsen von Edin Terzic heute bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern. Die Stimmung beim BVB, sie könnte aktuell kaum besser sein. Kein Wunder bei 4 Siegen in Serie. Die Schwarz-Gelben haben sich nach schweren Wochen wieder berappelt und blicken nicht zuletzt wegen des Einzugs ins Halbfinale des DFB-Pokals positiv in die Zukunft. Die Vorfreude auf das Topspiel gegen die Bayern, sie könnte kaum größer sein. Ja, es ist nach wie vor ein besonderes Spiel. Das ist immer, wenn Bayern gegen Borussia Dortmund spielt. Ich habe auch immer das Gefühl, dann macht es bei Bayern München auch nochmal besonders Klick. Klick hat es in den letzten Wochen auch bei Jadon Sancho gemacht. Der 20-Jährige ist nach schwacher Hinrunde wieder ganz der Alte. 4 Tore in den letzten 5 Bundesligaspielen, dazu 2 Assists. Und auch am Dienstag gegen Gladbach war er der entscheidende Mann. Sein 1:0 ließ Dortmund jubeln. Umso bitterer, dass der Mann der Stunde verletzt ausgewechselt werden musste. Hinter dem Einsatz des Flügelflitzers steht für Samstag noch ein dickes Fragezeichen. Wie auch bei Linksverteidiger Rafael Guerreiro. Beide sind ja verletzt vom Platz runtergegangen. Beide wurden dann sofort untersucht. Bei beiden müssen wir aber noch ein bisschen abwarten, müssen noch weitere Untersuchungen machen heute, werden das eine oder andere testen. Es könnte für beide eng werden, aber wir geben die Hoffnung nicht auf und wir hoffen, dass wir dann morgen mehr wissen, wer dann mit uns mitfliegen kann. Egal ob mit oder ohne die beiden Leistungsträger, schwer wird es gegen den deutschen Rekordmeister allemal. Die letzten Ergebnisse des BVB gegen die Bayern ernüchternd. Im Hinspiel verlor die Borussia mit 2:3. In der letzten Saison ging man zunächst mit 0:4 unter. Das Rückspiel endete 0:1. Der letzte Bundesligasieg gegen die Bayern war im November 2018. Ist das Topspiel am Samstag also auch eine Mentalitätsfrage? Dass Mentalität für uns immer ein großer Faktor ist. Die Fragen habt ihr auch so häufig gestellt in der Vergangenheit. Und das hat gut gepasst in den letzten Wochen, in den letzten Spielen, besonders ergebnistechnisch dann auch. Aber das ist bei uns immer ein großes Thema, dafür steht Borussia Dortmund. Die Mentalität mit Sicherheit auch ein Schlüssel zum Erfolg. Doch gegen die Bayern muss beim BVB noch einiges mehr zusammenpassen, damit man dem Favoriten aus München ein Bein stellen kann. Spielt der BVB aber so guten und zielstrebigen Fußball wie zuletzt, dann könnte das Grinsen von Edin Terzic und Co. am Samstag noch breiter werden.